Du bist hier, um zu wissen, wie du mit Steam oder ohne Steam Mods installieren kannst in Wreckfest. Also, fangen wir doch erstmal an mit der Variante, wenn ihr Steam habt, wie ihr Wreckfest modden könnt. Auf Bibliothek gehen wir, dann auf Wreckfest. Von dort aus können wir dann hier auf den Workshop zugreifen und bei Workshop suchen wir uns dann jeden x-beliebigen Mod aus und klicken dann auf Abonnieren. Damit downloaden wir den Mod, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen mehrere Mods gleichzeitig downloaden. Und zwar in dem Beispiel gehen wir dann auch auf Mods ein, die wir auf unserem eigenen Server am Laufen haben, Phoenix Place. Dort gehen wir auf diese Kollektion und finden dann hier für unseren Server Wreckfest Live Twitch Community Crew. Ja, so heißt der Server. Finden wir eine Anleitung, theoretisch schriftlich, das, was ihr hier auch in dem Video seht. Dann auf alle abonnieren, dort klickt ihr drauf und dann werdet ihr all die Mods, die ihr hier unten aufgelistet seht, downloaden. Sind die Downloads dann fertig, dann geht ihr auf Spielen vom Wreckfest und wichtig, Wreckfest auf 64-Bit spielen gehen. Achtung, ja, Häkchen hier rausnehmen. Ansonsten kann es sein, dass ihr ohne Mods das Spiel startet. In Wreckfest nun angekommen, gehen wir jetzt auf DIV oder, wenn ihr das auf Englisch habt, in MISC und dann in Mods. Dort findet ihr eine Liste eurer ganzen Mods, die ihr gedownloadet habt und jetzt müssen wir die richtige Reihenfolge finden, falls ihr auf einen Multiplayer-Server gehen wollt. Für unseren Twitch-Community-Server ist die Reihenfolge folgendermaßen und zwar als erstes Spicy Bangers Car Pack, dann The Very Track Pack. Wie schaffen wir es, dass Very Track Pack da drüber ist? Indem wir auf diesen Pfeil hier klicken. So, ist die Reihenfolge dann richtig, um auf den Server auch joinen zu können, müsst ihr noch in dem schwarzen Kästchen das Häkchen aktivieren, indem ihr draufklickt und dann nur noch Escape oder auf Zurück gehen und das Spiel neu starten. In Wreckfest wieder angekommen, gehen wir in DIV bzw. in unsere Mods wieder hinein und dort gucken wir, ob die Häkchen aktiviert sind oder nicht aktiviert sind. Falls sie bei euch nicht aktiv sind, dann liegt das daran, dass ihr Wreckfest nicht mit 64-Bit gestartet habt, sondern mit 64-Bit ohne Mods. Das können wir ändern, indem wir rechtsklicken in unserer Bibliothek, bei Wreckfest auf Eigenschaften gehen und dann von dort aus Startoptionen beim Start des Spiels fragen auf entweder 64-Bit spielen gehen oder bei Start des Spiels fragen. Stimmt das alles überein? Seid ihr ready, auf den Server zu gehen und zu spielen? Allerdings empfehle ich euch noch, in die Einstellung zu gehen, ebenfalls bei DIV aka MISC zu finden und dort in den Grafikoptionen die Grasmenge auf deaktiviert oder niedrig zu stellen. Ansonsten bekommt ihr Buffer Memory Size Errors, so nennen die sich. Das stürzt euer Spiel ab, das wollt ihr nicht. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr das Spiel nicht neu starten. Jetzt seid ihr ready, jetzt könnt ihr auf den Server drauf und zocken und seid glücklich. Wenn man jetzt Wreckfest allerdings nicht in diesem wunderschönen Interface auf Steam besitzt, sondern zum Beispiel bei GOG oder Epic, dann gibt es einen anderen Weg, Wreckfest zu modden. Und den zeige ich euch jetzt. Als erstes müssen wir auf diese Seite hier gehen. Das ist der Workshop-Downloader. Warum nehme ich nicht irgendeine Download-Seite bzw. Workshop-Downloader-Seite? Naja, weil ich erstens diese Seiten nicht vertraue und zweitens man hier bei so Programmen unter anderem nachprüfen kann, ob damit irgendwas fishy ist oder nicht. Und ja, hier ist alles ordentlich und sauber. Wie downloaden wir jetzt dieses Programm? Wir, sieht man schon, klicken hier einfach auf dieses Bild auf Click to Download. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Draufgeklickt kriegen wir hier eine RAR-Datei oder eine ZIP-Datei, je nachdem was für ein Packungstool ihr besitzt auf eurem PC. Ihr seht, in dieser WinRAR-Datei sind 4 Dateien, worunter ein Folder ist. Und diesen Inhalt packen wir jetzt x-beliebig irgendwo auf unserem PC. Ich habe mir dafür den Workshop-Downloader-Ordner jetzt erstellt und den Inhalt der RAR-Datei ziehen wir da jetzt hinein. Auf die Exit zu klicken, ihr müsst jetzt nichts anderes tun, als das Game hier einzugeben, wofür ihr den Mod haben wollt. In dem Fall natürlich Wreckfest. Dann können wir jetzt nochmal hier auf diesen Dropdown-Menü klicken und da sehen wir auch, ja, Wreckfest wird unterstützt.
Wenn wir das haben, dann seht ihr, dass den Workshop Homepage er gefunden hat. Wir können jetzt nochmal auf Visit gehen, um das nachzuprüfen. Jo, das ist der Workshop von Wreckfest. Also, in dem Programm sehen wir jetzt, dass wir noch eine Workshop-Mod-URL benötigen. Damit ist nicht die gesamte URL gemeint, sondern zum Beispiel hier bei Burnout Paradise Car Cameras, da seht ihr in der URL dahinter eine ID. Und diese ID benötigen wir jetzt. Das heißt, die kopieren wir und fügen die jetzt hier in Workshop-Mod-URL ein. Dann seht ihr, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auf Download zu klicken. Und dann downloadet er nämlich dieses Paket. Wenn der Download fertig ist, können wir den Ordner öffnen. Bei diesem Ordner, der jetzt dort erstellt worden ist, können wir jetzt nicht diesen ganzen Inhalt nehmen, sondern wir gehen eins zurück, sodass wir die ID von dem Ordner sehen. Und diesen Ordner, den kopieren wir jetzt. Das heißt, Rechtsklick, kopieren und diesen Inhalt schieben wir jetzt in unseren Wreckfest-Ordner ein. Allerdings nicht einfach nur dort, wo Wreckfest-Exe sich befindet, also hier, das Ding hier, sondern wir erstellen vorher nochmal einen neuen Ordner, der nennt sich Mods. Da drin fügen wir jetzt diesen Mod ein. Im Mod-Manager jetzt angelangt, sehen wir da unten die Burnout Paradise Car Camera Mod. Ohne ein grünes Sternchen davor. Was bedeutet, das ist kein Workshop-Inhalt. Dieses Programm ist übrigens nicht nur in der Lage, einzelne Mods zu downloaden, sondern ganze Kollektionen. Und das zeige ich euch jetzt noch zuletzt. Gehen wir auf File in dem Programm und dort auf Import Mods from Workshop Collection. Dann seht ihr, dass wir hier so ein neues Feld bekommen. Da müssen wir jetzt die URL der Kollektion eingeben. Und nehmen doch mal hier Ken Block Hoonigan. Hier wieder die ID, die angezeigt wird, oben im Browser. Und geben die hier ein und sagen, yo, okay. Zack, da sehen wir jetzt alle drei Mods aufgelistet, die wir jetzt downloaden können. Auch wieder ganz normal auf Download klicken. Und dann sagt er uns, diese Modliste wurde erfolgreich gedownloadet. Möchten wir jetzt die Ordner öffnen davon, dann sagen wir, jo, hier sehen wir nämlich jetzt den Ordner, wo wir auch diese drei Mods sehen. Auch hier wieder das gleiche Spiel wie bei dem Burnout Camera Mod. Und das könnt ihr natürlich auch mit unserer Kollektion machen, der Wreckfest Live Twitch Community Crew. Allerdings seid gewarnt, das ist eine etwas größere Modliste, weil wir wollen möglichst viel Inhalt auch auf unserem Server bieten.